Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um euch und zwar alle Hobby-Streamer da draußen, von mir aus aber auch Profi-Streamer oder noch wichtiger die ganzen Voice-Over-TikToker, denn das wird ja auch immer beliebter, quasi seine Stimme im Nachhinein über ein Video aufzunehmen. Und für all diejenigen habe ich jetzt ein USB-Mikrofon von Sennheiser, das Profile-USB-Mikrofon, in dem Fall das Streaming-Set mit eben Arm und allem, was dazugehört. Und auch der Ton, den ihr jetzt gerade hört, kommt über einen Sennheiser-Mikrofon und zwar über ein Richtmikrofon, also ich denke, Sennheiser sollte jedem ein Begriff sein. Bevor wir das Ganze jetzt auspacken, der Vorteil eines USB-Mikrofons ist ganz klar, wir brauchen kein Audio-Interface, wir brauchen nicht viel Kenntnis, das heißt, das Ding einfach an den PC anstöpseln und loslegen. Wir haben ein paar Rädchen, an denen wir drehen können, das schauen wir uns alles gleich an, aber es ist wirklich unkompliziert. Auch ich habe zum Beispiel hier ein Profi-Mikrofon, bin aber jetzt kein Tonexperte und dementsprechend habe ich das Ganze verbunden mit einem GoXLR und habe einfach so lange die Regler rumgedreht, bis es sich für mich einfach gut angehört hat, ja. Und ich denke, dieses Problem werden einige von euch haben, die eben keine Tontechniker sind und das Ganze halt nicht so drauf haben und ganz genau wissen, an welchem Regler sie spielen sollen. Und dafür ist eben ein USB-Mikrofon ein echtes Segen. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus, schauen mal, wie das alles so aufgebaut ist, was alles mitgeliefert wird und dann vor allem testen wir den Ton. Die Verpackung ist wirklich sehr schlicht gehalten. Einfach das Mikrofon mit dem Mikrofonarm, sehr, sehr schön, mit dem Namen hier oben und hier unten steht auch nochmal for Podcasting and Streaming. Also ich gehe davon aus, dass die Soundqualität wirklich sehr, sehr gut sein wird. Ich hoffe es zumindest. Und hier hinten einfach nochmal so ein paar Features in verschiedenen Sprachen. Jetzt öffnen wir das Ganze aber erstmal und schauen mal, was wird denn hier alles mitgeliefert. So, wir haben hier einmal nochmal eine Abdeckung und wir sehen es, es ist wirklich, es ist süß. Es ist sehr süß aufgebaut. Wir haben hier jetzt nicht unbedingt einen riesen Mikrofonarm. Es ist wirklich, es ist ein bisschen klein. Ja, ist ein bisschen sehr klein. Gut, aber die Verpackung gibt auch nicht mehr her. Dann haben wir hier die Klemme dafür, dass wir quasi das Ganze an unseren Tisch anschließen können. Und zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt haben wir dann hier noch eben das Mikrofon in so einer schönen kleinen Tasche. Und das ist es dann auch schon. Das wird dann alles gleich verschraubt. Schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Und in dieser kleinen Box ist dann wahrscheinlich noch ein USB-Kabel. Lang genug, sehr lang, sehr, sehr wichtig auch bei eben einem Mikrofon, weil man möchte das ja auf dem Tisch so positionieren, dass man eben auch gut rankommt. Und dann sollte das Kabel auch lang genug sein, dass es eben noch bis zum PC reicht. Ich würde sagen, Kabel ist ausgepackt. Wir können das Ganze auf jeden Fall anschließen gleich. Und das Kabel ist echt lang genug. Mein PC hängt ja mittlerweile an der Wand da hinten. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Aber wir schauen uns erstmal jetzt hier nochmal kurz das Mikrofon an und wir sehen, wir haben hier vorne einen Kopfhörerbereich. Das heißt, wir können hier Kopfhörer anschließen. Das ist auch ganz geil. Das heißt, wir können auch unsere Stimme wahrscheinlich selbst hören. Also eine Monitoring-Funktion ist auch mit am Start. Dann haben wir hier vorne eine Mute-Taste. Wir können hier das Mikrofon lauter und leiser machen. Hier eben die Monitoring-Funktion und hier die Kopfhörer-Lautstärke beziehungsweise eben das, was wir dann im Spiel auf dem PC und so weiter hören. Das läuft dann natürlich auch alles über dieses Mikrofon und ansonsten halt hinten USB-C. Wir haben USB-C zu USB-C. Das heißt, jeder, der keinen PC hat mit einem USB-C-Anschluss, der braucht dafür dann tatsächlich noch einen Adapter. Zusammengesteckt wird das Ganze auch eigentlich super easy. Wir haben hier einmal diese Klemme, die könnt ihr aufmachen, dann an euren Tisch klemmen. Das Ganze wird dann einfach nur hier reingesteckt und das Mikrofon kommt dann später an das andere Ende hier vorne. Ja, und ihr seht's, Freunde, schon ist das Ding fest und wir können eigentlich theoretisch auch direkt loslegen. Wir haben hier an den Seiten auch Kabeldurchführungen, die können wir natürlich nutzen, um das Kabel dann da hinten weggehen lassen zu können, dass man es halt nicht sieht. Aber ansonsten, Mikrofonarm ist echt lang genug. Wir können es hochklappen, wir können es runterklappen, wir können es hier nochmal knicken. Also ihr könnt das positionieren, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt einfach mal so positioniert, dass ich da mit dem Mund gleich drankomme, dass es gut ist. Eigentlich ist es so schon fast perfekt. Ich sehe meine Monitore, es stört mich nicht. Ich habe es direkt vorm Mund. Es ist eigentlich perfekt. Wir können aber auch hier noch zusätzlich das Ganze kippen. Wenn wir sagen, ja, wir wollen es jetzt so haben, noch weiter unten. Perfekt. Also man kann das Ding einstellen, wie man möchte. Ich würde sagen, ich stecke das jetzt an. Und dann testen wir mal den Ton. Ich habe das Ganze jetzt tatsächlich eingestellt und ihr hört es wahrscheinlich sehr gut. Ich habe es auch getestet vorher. Das Mikrofon klingt wirklich verdammt, verdammt gut. Und das Lustige ist, es übersteuert kaum. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal anfange zu schreien, ja klar, dann hört es sich ein bisschen kacke an, aber oder vielleicht auch gar nicht. Aber es übersteuert einfach nicht so krass. Man könnte es natürlich hier vorne, haben wir eben diese Drehregler und ihr seht es vielleicht auch an diesem Licht hier. Wenn ich anfange, lauter zu werden, dann zeigt ihr mir das in so einem, ja, in so einem Gelb an, dass meine Stimme übersteuert. Wenn ich das jetzt hier rüber ziehe, dann seht ihr, es übersteuert so gut wie alles. Es ist einfach viel zu laut. Deswegen, das könnt ihr dann direkt hier oben einmal alles einstellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier oben die Mute-Taste zu benutzen. Die wird auch rot, wenn wir die drücken.
und dann hört ihr halt eben gar nichts mehr. Das kann man innerhalb von Sekunden dann einstellen für Streaming, für Broadcast. Es ist schon geil, was man aber auch machen kann, was ich auch wirklich richtig cool finde. Wir können jetzt auch die Mikrofonlautstärke noch ein bisschen runterdrehen und dann gehen wir quasi einfach ganz nah an dieses Mikrofon ran. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu leise und haben dann quasi so eine Art Podcast-Feeling. Ja, also ihr könnt auch Podcasts damit aufnehmen, wenn ihr das Mikrofon einfach ein bisschen näher an euer Mund bringt und halt mit einer ruhigen Stimme versucht zu sprechen, ohne viel jetzt zu machen, sondern wirklich einfach ruhig, normal, wie man sich auch in der Regel unterhalten würde und nicht so am Rumschreien. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit und sagt mal selber, jetzt schreibt es in die Kommentare, Freunde, es klingt wirklich verdammt krass für ein USB-Mikrofon. Einfach anstecken, nichts einstellen und direkt loslegen. Also ich könnte euch jetzt hier zum Beispiel auch einfach anfangen zu erzählen. Ja, in meinem heutigen Podcast soll es um das Thema Gaming gehen. Nimmt Gaming überhand? Können wir unsere Sucht überhaupt noch kontrollieren? Und dazu habe ich einen Gast eingeladen und zwar den Herrn Rodriguez. Herr Rodriguez, was sagen Sie dazu? Ja, ich sage ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen schwierig manchmal, wenn man die Sucht nicht so unter Kontrolle hat. Aber es ist eine Art von Befriedigung, sage ich mal, wenn wir den ganzen Tag am Spielen sind. In die Länder, in die anderen Länder, wo ich komme her, hatten wir sowas nicht. Yes, ich habe. Also ich denke, Freunde, ihr merkt schon, was man mit diesem Mikrofon alles anstellen kann. Und wir haben hier vorne, wie gesagt, eben nochmal diese drei Regler. Mit dem obersten können wir eben die Empfindlichkeit, der jetzt hier auch grün leuchtet, mit dem können wir die Empfindlichkeit einstellen, eben das Mikrofon lauter und leiser drehen. Jetzt zur eigenen Stimme, das macht ihr mit dem mittleren Drehregler. Da könnt ihr quasi eure eigene Stimme hören. Umso weiter ihr das nach rechts dreht, umso weniger hört ihr sie oder halt eben komplett gar nicht mehr, wenn ihr sie komplett einmal rumdreht. Soll Menschen geben, die das nicht mögen. Ich mag das extrem, weil ich einfach so meinen Sound unter Kontrolle habe und auch nicht, ja, anfange so zu schreien oder so. Mit dem unteren Regler könnt ihr dann quasi alles einstellen, beziehungsweise die Gesamtlautstärke von euren Kopfhörern einstellen, wenn ihr hier eben Kopfhörer ansteckt. Ihr müsst die aber nicht benutzen, dann könnt ihr zwar das Mikrofon nicht im vollen Umfang eben mit diesen ganzen Reglern nutzen, aber ihr könnt natürlich auch ein Wireless-Headset dafür nutzen. Ich finde eben so In-Ear-Kopfhörer mittlerweile richtig cool, um das Ganze halt direkt am Mikrofon zu haben, dass man seine eigene Stimme hören kann. Finde ich halt persönlich richtig, richtig cool. Ansonsten ein paar technische Details. Wir haben hier ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik. Und zwar bedeutet das, dass wir im besten Fall wirklich direkt geradeaus reinsprechen müssen. Denn wenn wir jetzt von der Seite hier reinsprechen, dann merkt das Mikrofon das natürlich und die Stimme kommt nicht mehr so klar und deutlich. Das bewirkt aber wiederum, dass eben alles, was hinten dran passiert, eben nicht so krass wahrgenommen wird von dem Mikrofon, weil diese ganzen Störgeräusche im Hintergrund quasi nicht mit aufgenommen werden, weil ihr eben von hier vorne kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne schnipse und jetzt hier hinten, dann merkt man schon einen Unterschied. Natürlich, das Schnipsen geht einmal hier überall rum, aber man merkt dennoch den direkten Unterschied. Und das ist halt auch, ja, vor allem für Streamer und Podcaster sehr, sehr wichtig. Es klingt einfach gut. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wie findet ihr das? Wie findet ihr den Sound von diesem Mikrofon? Preislich liegen wir hier bei 170 Euro mit dem Arm zusammen. Und das ist echt ein super Preis. Der Arm ist solide, macht einen guten Eindruck. Der ist hier aus Aluminium, es ist stabil. Man hat hier die Kabeldurchführung. Ja, ihr seht es ja hier. Man sieht vom Kabel jetzt hier an der Seite gar nichts. Hier unten geht es runter. Das könnte man auch noch mal ein bisschen schöner machen. Aber so im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach echt ein super, super Mikrofon. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich nicht nur diesen rohen Sound hier verwenden. Ihr könnt natürlich den Ton auch bearbeiten im Nachgang und könnt zum Beispiel über das Schnittprogramm, was ihr nutzt, in meinem Fall jetzt wie gesagt Premiere Pro, könnt ihr auch einen Stimmoptimierer, einen Rauschunterdrücker, einen Hallunterdrücker und so weiter, das alles auch reinsetzen. Und dann wird das zum Beispiel so klingen, ja? Das kann man alles machen, wenn man das möchte. Für die einen klingt das jetzt vielleicht besser, für die anderen vielleicht schlechter. Aber man kann den Ton auch bearbeiten. Und jetzt hört ihr mich wieder mit dem puren, unbearbeiteten Sound von diesem Mikrofon. Also das ist alles möglich, Freunde. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Aber ich finde es auch schon geil, dass man einfach diesen Sound hier schon so nutzen kann. Diesen natürlichen Sound. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das einfach ohne viel Aufwand. PC anstecken, loslegen und fertig. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den Sound findet. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was nutzt ihr denn eigentlich für Mikrofone? Vielleicht das direkt vom Headset? Oder habt ihr auch so ein Podcast-Streaming-Mikrofon auf dem Tisch stehen? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und für alle, die eben Interesse haben, ihr könnt das Ding jetzt kaufen. In der Videobeschreibung habe ich es verlinkt. Ich finde es super. Es gibt wirklich nichts auszusetzen. Es ist schlicht, es ist einfach, es ist flexibel. Man kann es hin und her bewegen. Man kann das so einstellen, wie man möchte. Oder eben auch als Podcast nutzen. Podcast-Mikrofon. Ist alles möglich und ich finde es super. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder zu einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Rathun.